So, aber erstmal geht's weiter mit der Story. Al-Sadals Vermächtnis. Ist das jetzt schon ein Dungeon? Bestimmt. Al-Sadal der Dritte, fand er seine Reichtümer wahrhaftig in einer anderen Welt? Und falls ja, weshalb habe ich dann noch nie davon gehört? Und um was für einen Schatz handelt es sich hier? Kann man tatsächlich Relikte einer Splitterwelt auf dem Grund des Ozeans? So viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Bislang fußen derlei Annahmen auf nichts weiter als einer Legende. Sehen wir, wohin uns die Karte führt. Dann theoretisieren wir weiter. Am besten suche etwas, was noch keiner besitzt oder noch keiner sich beworben hat. Und so 20 Millionen. Unter 20 Millionen geht natürlich auch, nur nicht halt im 3 Millionen Bereich. 3 Millionen ist ja das Kleine. Ne, die oberen Bereiche nicht. Die oberen zwei Reihen, also die oberen 6, sind privat, für Privatleute. Du hast recht, das Schiff ist auch bereit und bringt uns weiter als wilde Spekulation. Lasst uns an See stechen, wenn alle bereit sind. Sowas von Dungeon, weil neues Gebiet ist ja nicht da. Und? Was? Discord, aber Story? Na gut, ich muss ja nicht gerade lesen. Servus, also ich wusel hier gerade in Empyrean rum. Wo war jetzt nochmal dieser verdammte Teleporter? Irgendwo konnte man sich doch darum teleportieren hier. Ja. Weißt du denn, wo die 20 Millionen Orte sind? Hier ist ein Marktbrett, da ist eine Krämerklingel und da hinten ist ein riesengelbes Haus auf der Karte. Meine Hasenpfoten sagen mir, ich soll dahin laufen. Ich hoffe, ich bin richtig tot. Lauf, Yuki, wir haben keine... Ah, perfekt, ich kann mein Reittier benutzen. Da ist ein Eingang, gut, gehen wir... Was für zu weit entfernt? Eine bestimmte Wohnung betreten, okay, perfekt. Hä? Hä? Moment, warte, das ist ein Zimmer. Da will ich nicht hin. Wie, da ist ein Zimmer. Halt, das ist falsch. Da will ich nicht hin. Es gab doch irgendwie so eine Teleport-Funktion für die Bezirke, ne? Warte mal. So. Neues Abenteuer, neue Abenteurerkluft zu Beginn ist zwar schön und gut, aber... Nein, danke. Wollen wir mal.
ist glaube ich auch der einzige Dungeon in diesem Inhalt, ne? Neues Abenteuer ruft. Das ist das erste Mal, dass wir Stola mitnehmen, ne? Sonst habe ich immer Alice. Sankret ist normalerweise unser Verteidiger. Ich hoffe, Raha macht seinen. Macht einen guten Dienst. Los, Raha! Kratzt ihn die Augen aus! Tabula rasa! Zuri-nukete kurelu na yo! Dann halt ohne Löffel. Oder zieh sie doch weiter nach hinten. Müsste doch auch gehen. Du Scheiße, was ist das denn? Ich geh schon mal weiter. すり抜けてくれるなよ。
musste das Porträt ein bisschen ändern. Dass es auf dem Pass dann so aussieht. Du kannst das Porträt auf deinen Pass projizieren lassen. Also nutzen. Was zum Geier ist das Tentakel? Hi, Bro. Was bist du? Ambu Jam. Oh, sagt mir doch, dass da was kommt. Oh, ist das deren Ernst? Kei-ryaku-o-hiro-shimashou. ここで沈んでもらう。 Verstehe. Das zeigt an, wo die Tentakel hinschwimmt. Zuri-nukete kureru na yo! Ah, Heilung! Warum heilen die so schlecht? Ich will meine Standardheilerin wieder haben. Ist das ihr Ernst? Oder ist das sein Ernst? Obwohl Umyongshi war unser Standardheiler oder nicht? Warum hat er nicht geheilt? Alles klar, macht es.
Na, wie ist da, wo, wo Raha steht? Da fühle ich mich irgendwie am sichersten. Der portet sich wenigstens nicht. Im letzten Moment, was ich zu spät mitbekomme. Viel besser mit Raha. Mann, Mann.俺がやる。切り札を見せてやる。 計略を披露しましょう。 Oh, Zeit zu tauchen. Mir nach, meine Kameraden. Verteidigt dich. Was ist das denn? Oh Gott. Kakugo nasai. ここで沈んでもらう。 切り札を見せてやる。
ein Scheiß. Ich habe euch doch hoffentlich nicht so viel zugemutet. So nach und nach sterben die Monster. ここで沈んでもらう。 Nein, die haben verkackt. Mist. Mann, was könnt ihr eigentlich? Es waren dann doch nur ein paar zu viele. Ich bin mit meinem alten Ding nicht hier. Sankrit und Alize fehlen. Und Alfino. Das waren genau die, die ich hatte. Die drei. Die haben wir jetzt nicht. Aha. Deswegen verkacke ich hier. Und der Ring ist auch ein bisschen. Der Dungeon ist auch ein bisschen. Haben wir überhaupt was getötet? Nee, ne? すり抜けてくれるなよ。
すり抜けてくれるなよ。Nächste Boss. Was wird's diesmal? やっつけるわよ。俺がやる。ここで沈んでもらう。ここで沈んでもらう。排除します。俺がやる。ここで沈んでもらう。排除します。Alter! Hi, Josmat!
Langsam kommen wir den Schatz näher. ここで沈んでもらう。 計略を披露しましょう。 ミミックス。 Hilfe! Halt die mir vom Leib, Mann! Kirikura, um mich zu erlösen! Kehriaku, Hiro, Shimashou. ここで沈んでもらう。 ここで沈んでもらう。 すり抜けてくれるなよ。 Kulu?
Nein! Ah! Au! Was hat das denn? Oh Gott! Eine geile Mechanik, muss ich sagen.俺がやる。 It's been my cat run ready right now. Keiner spinnt my cat. Na guck mal da, der Wert, der ist auch schon wieder da. Ich glaube, nächstes Mal nehme ich ihn mit. Obwohl, es wird wahrscheinlich jedes Mal ein anderes Team. Und ich habe nichts für meine Klasse bekommen. Ist das euer Ernst? ラザハン式の錬金釜のようにも見えますが、調べてみないことには何とも言えないわね。待て。
その装置に触れてはならない。あんたはブリトラ、あ、いや、その姿の時はバルシャンだったか。ブリトラと呼んでくれて構わない。今さら隠す必要もないのでな。それにしても、このような場所で君たちと再会することになろうとは。よもや洞窟が目的ではないだろう。人聞きの悪いことをと言いたいところだが、強く否定はできんな。天竜ブリトラよ、あちらの装置についてお伺いしても。かつて私が錬金術師たちに作らせたものだ。あるものを封印するためにな。Das ist Mana. Stola ist die mit den langen Fingern. Nee, nee, nee. Und was genau ist versiegelt ist? Ach komm, machen wir trotzdem. Ich will die Reaktion. Anata.後で話をしましょう。おいおい、今は冗談を言っている場合じゃないだろう。何を封印されているのでしょう。Das war's mir, das war's mir. まずは見てもらった方が早いだろう。私にのみ与えられた権限で一時的に封印を解いた。これはボイドクラック。いや、小さくともこれはボイドゲートだ。Haltet sich meine Befürchtung, dass es als nächstes vielleicht in die Welt des Nichts gehen könnte? Ich weiß ja nicht, ob dieses Kapitel, was wir jetzt angefangen haben, sozusagen, dass das hinterher auch vorm nächsten Add-on noch abgeschlossen wird. Ein Nichtsportal und ein Spalt sind letztlich dasselbe. Sie sind interdimensionale Passagen, die den 13. Splitter mit dem Ursprung verbinden.Wir unterscheiden dennoch zwischen den beiden. Ah, das könnte dann durchaus möglich sein. Der 13. Splitter kann ja noch gerettet werden. Und das ist ja die Welt des Nichts. Also das, ja. Da kommen ja die Algen, die Nichtsgesandten. Und ich hatte mir schon gedacht, die könnten als nächstes dranbleiben. Wäre cool, wenn das sich bewahrheiten würde.Wurde eine solche Passage willentlich und mit Vorsatz geöffnet, sprechen wir von einem Nichtsportal. Ist sie hingegen das Resultat einer willkürlichen Dimensions-
nahen Verzerrung ohne äußere Einwirkung bezeichnen wir sie als Riss oder Spalt. Ein Blick auf das Siegel genügt, um sich sicher zu sein, magischer Hand kontrolliert diesen Spalt und damit haben wir unseren Vorsatz. Es ist kaum zu glauben, wir zogen aus, um einen Schatz zu finden und nun stehen wir vor etwas weitaus Größerem. Wer hätte das gedacht? Als ich in die schwarze Statue überkam, mich Erinnerungen, ich dachte an jene, die uns den Sieg über die Wolke der Dunkelheit ermöglichten. Du kannst Al-Sadals Vermächtnis auch mit befreundeten NPCs betreten. Öffne dazu Seite an Seite im Hauptmenü unter Spielinhalte.